Ein Korb im Boom-Boom-Raum. Aber hier wird nichts passieren, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, ja? Leonie ist einfach warm. Und viele Leute denken, sie kennen mich. Ich bin gerade ultra heiß, sorry, aber... Und bei Marcel und Laura läuft so richtig, richtig gut. Mich einfach hol. Und das ist für mich dann einfach keine Kraft für sowas. Keine Zeit, will ich nicht, brauche ich nicht. Hey, das und noch viel mehr gibt es in der 8. Folge von Are You Devon? Ja, Leute, die letzte Folge endet ja mit der Matchbox-Entscheidung zwischen Laura und Marcel. Und wir sind alle ganz gespannt. Sind die jetzt ein perfekt Match oder sind das immer noch alles Versager da drin? Sie sind kein perfekt Match. Oh mein Gott, wer hätte das jetzt erahnen können? Niemand. Wir sind so schlecht. Warum sind wir so schlecht? Jill, weil euch RTL extra dafür so gecastet hat. Deswegen. Ja, wundert's irgendwen? Mich nicht. Ich denke... Also ich hoffe, dass es dass alles beim Alten bleibt. Sprich, Marcel weiterhin jede Frau richtig hart anflirten kann und Laura die Dumme ist, die ihm hinterher rennt. Ja, das hofft er wahrscheinlich wirklich. Aber dann täuschen wir uns ja die ganze Zeit bei jedem. Wie vielte war das jetzt? Vierte? Dritte? Vierte Matching Books. Wir haben noch drei. Okay, Sascha scheint auch nicht so die hellste Leuchte zu sein, wenn es 10 Matchbox-Entscheidungen gibt, 4 schon vergangen sind und er denkt, es kommen noch 3. Hä? Ihr seid trotzdem das Perfect Match. Für uns alle, glaube ich. Ah, das hat Melissa doch jetzt nur gesagt, damit Marcel bei Laura bleibt und sich nicht an irgendeine andere wieder ranschmeißt und dann die bestraft wird, wenn Marcel da ist. Ja, ich glaube schon. Jermaine hat indes festgestellt, ich glaube, Christine ist nicht so die wahre Liebe für mich. Ich sollte mal hier ein paar andere Frauen ansprechen. Geht dann zu Leonie, weil sich denkt, boah, komm, die würde ich nehmen. Ja, und dann reden die kurz. Eine gestandene Frau. Ich finde es schwierig, ich finde es wirklich schwierig. I don't know. Lass uns in Ruhe quatschen morgen, wenn du möchtest. Ich finde es sehr schön, wie formal die beiden miteinander reden. Ja, wir hätten morgen vielleicht einen Termin frei, um uns näher kennenzulernen. Das können wir wohl irgendwie reinschieben und vielleicht auch andere Dinge reinschieben. Und dann klappt das mit uns beiden. Allerdings, weil es ein No-Match gab und die Stimmung natürlich ein bisschen bedrückt ist, gibt es erst einmal wieder ein Partyabend. Und diese Szene hier möchte ich euch nicht vorenthalten, weil ich sie auch sehen musste. Unangenehm! Naja, alle saufen dann, freuen sich ihres Lebens und sind super froh. Und Maximilian bereitet dann im Boom-Boom-Raum eine kleine Überraschung vor. No, Alkohol und Früchte, das bedeutet, die Jill wird heute so richtig hart verführt. Und das wird bestimmt super romantisch werden. Aber hier wird nichts passieren, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, ja? Alles gut. Seine Worte waren zwar alles gut, aber in seinen Gedanken dachte er sich nur so, okay, ich bin raus, ciao, dann halt nicht. Jermaine, der festgestellt hat, dass er nicht so ein Arsch ist wie alle anderen Männer in der Villa, ist ja interessiert an Leonie, möchte es aber auch Christine irgendwie mal mitteilen, weil er nicht so hinterhältig sein will. Ehrlich, von meinem Gefühl aus könnte ich sagen, dass ich mit Leonie ein Match bin. Ganz einfach und ich will wissen, was das ist. Ich finde es richtig gut, wie ehrlich er gerade ist. Also am Anfang der Staffel fand ich ihn, glaube ich, ein bisschen scheiße, aber jetzt, das ist ein guter Move, dass er das ehrlich zu Christine sagt. Und Christine ist natürlich eine ruhige, normale Person, versteht das total. Ich finde das richtig scheiße, ich will das nicht mehr. Ach, ich bin ein bisschen Chakalaka, da gehe ich mal da und da und das ist nicht so. Ah ja, stimmt, der hat auch schon ein bisschen an Victoria rumgefummelt. Es ist trotzdem toll, dass er Christine darauf anspricht, bevor er mit Leonie rummacht. Weil man hat aber auch gesagt, Christine, ich glaube, mit uns ist das nicht ganz so perfekt matchmäßig. Ich mag dich total und wir sind voll. Aber das ist hier kein perfekt Match. Und ich finde, ja doch, das ist besser als bei anderen Leuten. Du weißt, bist du 10 von 10 und ja. Ja, was gibt's auch noch mehr zu sagen? Vor allem, es ist auch immer super romantisch. Und die so, ja, du weißt, du bist eine 10 von 10. Was willst du noch? Boah, da geht einem das Herz auf. Christine ist natürlich aber dann hart betroffen, weil Jermaine sich nicht mehr so gut für sie interessiert und für sie bricht einfach eine Welt zusammen. Ich weiß, warum ich niemanden kriege. Ich weiß es ganz genau. Also ich kann die 100% nachvollziehen. Edel, wie lange kennst du ihn jetzt auch schon wieder? Eine Woche? Chill, chill. Aber nein, Christine ist jetzt am Ende. Sie zeigt die wahre Christine, die verletzliche Christine und ist nur noch am Bein. Und alle sind verwirrt. Und viele Leute denken, sie kennen mich. Ich bin gerade ultra heiß, sorry, aber muss ich mal eben hier ablegen. Das ist wirklich keine Anmache, ohne Scheiß, aber ich halbe Scheiß aus Wochen. Ich habe gerade verstanden, warum Jermaine so interessiert an Leonie ist, weil sie anscheinend sehr große, überzeugende Argumente für ihn hat. Na okay, wir gewonnen so zur Runde. Irgendwie ist mein positiver Eindruck von Jermaine gerade gestorben. Christine ist natürlich jetzt hart verletzt, weil Jermaine halt sich gar nicht mehr für sie interessiert und sie einfach betrogen hat, whatever anscheinend. Und jetzt ist dann wieder Drama. Was ist das? Deine Bettdecke. Fährst du gerade überhaupt meine Bettsachen an? Was denkst du denn? Leg diese Sachen mal hier zurück. Mann. Ich diskutiere nicht, du weißt gar nicht, was vorgefallen ist. Du weißt gar nicht, was vorgefallen ist. Er hat mir gesagt, dass er im Sinne des Spiels auch andere Frauen kennenlernen möchte, weil es bei uns nicht so gut passt. Das ist vorgefallen!
Drama. Naja, Christine geht dann aber aus der Situation raus und denkt sich so, boah, ich will diesen Streit hier nicht mehr. Naja, und denkt sich dann ihren Teil. Ich blamier mich bis zum Tod, Alter, das ist so peinlich. Oh, diese Selbsterkenntnis hätte ich jetzt aber von ihr nicht erwartet. Also das überrascht mich doch schon. Wohin willst du denn gehen? Nach Hause. Hä, aber in welchem Sinn? Moment, sie will wirklich nach Hause und kann sie dann einfach nach Hause? Was passiert, wenn sie nach Hause geht? Kommt dann ein Ersatzkandidat für sie rein? Das wäre ja wieder, was geht? Klappt das? Christine ist aber auch am Ende ja Kräfte mit den Nerven komplett durch und stellt dann fest, Leute, es soll einfach nicht mehr sein. Ich weiß, wie es hier läuft. So, aber ich habe das mehr studiert oder kenne mich mehr mit Psychologie und Pädagogik aus als mit irgendwelchen Experten. Ja, Leute, so ist es halt. Christine hat ein Psychologie-Seminar in ihrem Studium mal besucht und weiß dann viel mehr als diese ganzen Experten, die das hauptberuflich studiert haben und komplett ja Experten auf dem Gebiet sind. Ich meine, ich habe auch schon mal ein BWL-Seminar in der Uni besucht und naja, so ein Prof, der das studiert hat, der macht mir jetzt auch gar nichts mehr vor. Der hat mir da gar nichts zu sagen. Ich bin der wahre Experte. Ich als was auch immer. Als Jermaine dann allerdings hört, dass Christine hinschmeißen will, kann er das natürlich nicht so zulassen, weil dann wäre sie ja weg. Und deswegen schreitet er zur Tat und krempelt das nochmal um. Ich kann auch nicht mehr. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du nicht aus. Du würdest dich freuen, ich weiß. Schön. Zack, und schon ist wieder alles gut. Witzigerweise habe ich das, als ich das erste Mal die Szene gesehen habe, verstanden, dass Jermaine sagt, ich würde mich richtig freuen, wenn du dich ausziehst. Und sie war dann begeistert. Das hätte ich viel lustiger gefunden. Und das hätte auch passieren können. Hätte, wirklich. Am nächsten Tag sprechen aber auch Leonie und Marcel wieder miteinander, weil die jetzt gemerkt haben, ja, warum nicht? Könnte ja auch sein, dass wir es sind. Seit wann ist Leonie jetzt eigentlich das hotteste Chick dort, die jeder haben will? Ist ja auch egal, sie sprechen miteinander und Leonie hat eine faszinierende Erkenntnis. Aber irgendwie geht es ja dann doch darum, jemanden zu finden, der nicht so direkt in dein Beuteschema passt. Hä? Da kann ich mich Marcel nur anschließen. Hä? Das gibt keinen Sinn. Ja, vielleicht passen die doch zusammen. Und Gespräche mit mir und Nora waren meistens so, saßen oh, irgendwo. Oh, Baby. Ja, ja, ja. Oh, Schatzi. Ja, ja. Möchtest du was trinken? Soll ich dir noch was zu essen machen? Ja, ein Traum. Laura und Marcel sind noch ein Paar und er macht sich mit Leonie über Laura lustig. Er ist ein Keeper. Er ist durch und durch ein Keeper. Ja, Laura hat dann aber auch festgestellt, ich habe irgendwie heute mit Marcel noch gar nicht so viel geredet, glaube ich. Also Marcel und ich haben heute fast keinen Satz miteinander gewechselt. Oh, das ist einfach mega romantisch mit denen, oder? Nein, kann es einfach nicht. Marcel steht allerdings, also mit Leonie, dann redet fest, dass Laura halt wirklich doch nicht sein Match ist. Seine Traumfrau, sein alles, das hat sich jetzt innerhalb der letzten paar Stunden geändert und hat dann seine eigene Meinung dazu. Mich einfach hol. Und das ist für mich dann einfach keine Kraft für sowas. Keine Zeit will ich nicht, brauche ich nicht. Die ist einfach auch hohl und er will sie nicht. Naja, und als dann irgendwie die Kandidaten hören, dass Laura gar nicht mal so clever ist und richtig hohl ist, sind manche sehr begeistert. Ich glaube, ich habe dich voll falsch eingeschätzt. So. Mich? Ja. Du bist nicht der Erste, der es sagt. Das ist immer so. Ja, Sascha denkt sich nämlich auch so gerade, Laura, du bist nicht so schlau. Ich bin nicht so schlau. Vielleicht sind wir das Match. Laura erzählt dann auch den anderen Kandidaten, dass Marcel dann die ganze Zeit so ein bisschen am Rumknutschi-Knutschi sein will und ein bisschen vögeln will und alles will und sehr touchy ist. Das gefällt ihr nicht so ganz, vor allem weil er nicht emotional und auch kommunikativ auf einer Ebene mit ihr ist. Und das findet Marcel dann gar nicht mal so gut. Ich glaube, du hast mich nicht so verstanden, dieses mit, man soll ein Team sein und so. Du spielst ganz dagegen mich. Stellst mich so hin, als ob ich, keine Ahnung, so ein notgeiler Hund bin. Weißt du, Laura, du stellst dir den Marcel vor allen anderen so scheiße dar. Ich meine, so ist er auch wirklich. Und Marcel würde das niemals tun. Hat er die ganze Zeit jetzt gemacht. Aber unmöglich von dir, Laura. Unmöglich. Ja, dann gehen die, glaube ich, getrennte Wege. Du bist so respektlos, ich schwöre dir. Gegenüber bin ich respektlos. Du bist richtig respektlos. Nur weil du drehst nicht, alles weil so in deinen Weg. Weg. Will dich nicht mehr. Mann, guck mal, ich wollte dich sowieso die ganze Zeit nicht haben. Mach nicht auf cool. Marcel wollte Laura die ganze Zeit nicht haben. Der wäre auch sein gekränkter Stolz einfach, ne? Und das Schlimme ist einfach die ganze Zeit, ich möchte eigentlich über andere Leute berichten, aber entweder sind die schnarchlangweilig oder kommen in der Folge gar nicht vor. Also diese Folge ist wieder gewesen, Christine und Marcel und deren Drama. Und das war's wieder. Das, ich will ruhig langweilige, süße Menschen haben, ja. Sei mal froh, dass ich überhaupt mit dir war, okay? Merk dir das. Ja, sei um die Erfahrung froh, dass du so einen Typen nie wieder haben willst, Laura. Sei froh. Es ist allerdings schon wieder Matching Night angesagt und wir sind alle ganz gespannt, wen die Kandidaten wieder auswählen. Vor allem Victoria, weil sie ja nicht nur Jermaine gut findet, sondern ja auch den Maximilian. Und entweder springt der Funke halt über oder nicht. Und meine Vernunft sagt halt in Dario eigentlich. Also ich glaube, okay. Der passt so am besten zu mir. Und anscheinend den Dario. Also ich finde gut, wenn sie weiß, wen sie auch interessant findet, aber ich verstehe immer noch nicht, warum sie am Anfang sagte, sie fand nur Jermaine gut, wenn sie dann auch Max gut fand und plötzlich auch noch Dario und
Das verstehe ich nicht. Irgendeine der Frauen hat sich dann aber auch für Marc entschieden. Die sind anscheinend richtig close miteinander, aber es interessiert bis jetzt gar keinen. Kriegen dann einen richtigen Applaus und irgendwie ist Sophia schon mal nicht so begeistert. Ich würde ja auch gerne mal so tobenden Applaus kriegen, ne? Aber das war bei Matching Night 1 und nachdem war Feierabend. Ja, Sophia, vielleicht haben dich die Kandidaten dann auch einfach kennengelernt und sich gedacht, nee, das muss nicht sein. Muss wirklich nicht. Naja, aber nachdem dann einige Kandidaten wieder zusammensaßen, fragt man sich so, hey, haben sie es jetzt mal ein bisschen besser gebacken bekommen? Wahrscheinlich nicht. Viele Lichter gehen denn an. Oh, 3 Spots. 3. Naja, 3. Immerhin 3. Was soll's. Und das war's dann auch mit der Folge schon gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Die ganze Folge könnt ihr euch bei TV Now Premium angucken. Der Link ist unten in der Infobox. Und ansonsten sind hier Sachen zum Draufklicken. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Ciao.